Noch ein paar kühle Tage und dann kommt wieder die Frühlingswärme. Ab Sonntag scheint weiß die Sonne und die Temperaturen klettern auf dem Thermometer auf warme 15 bis 20 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wetter Online. Am Freitag sorgt noch ein Tief über Skandinavien bei uns für viele Wolken und vor allem vom Rheinland bis Sachsen wegen seiner Kaltfront für etwas Regen. Die zieht nämlich ab der Nacht zu Freitag aus Norden über uns hinweg, bleibt dann aber über der Mitte des Landes hängen. Im Norden können sich so auch mal ein paar Schauer entwickeln. Dazu weht ein frischer Wind aus Nord bis Nordwest. Vor allem im direkten Küstenumfeld lockert es aber im Tagesverlauf immer mehr auf und die Sonne zeigt sich häufiger. Im Süden dagegen zieht es sich immer mehr zu, es bleibt aber meist trocken. Es bleibt weiterhin eher kühl, mit Temperaturen meist zwischen 8 und 10 Grad. Nur im Rhein-Main-Gebiet kann es auch mal etwas wärmer werden. Am Wochenende verziehen sich die Wolken zunehmend und die Temperaturen machen besonders am Sonntag einen ordentlichen Sprung nach oben. Grund dafür ist ein Hoch, was erstmal wieder die Regie übernimmt. Denn das zapft warme Mittelmeerluft an und bringt sie zu uns. Am Samstag bleibt es dann mit einigen Wolken noch im Nordosten etwas kühler mit rund 10 Grad, aber im Rest des Landes wird es auch kaum merklich wärmer mit rund 12 Grad. Am Sonntag haben sich dann die Wolken verzogen und wir können Höchstwerte von über 15 Grad bei Sonne satt erwarten. Lokal können auch schon Werte über 20 Grad erreicht werden. Spätestens ab Montag klettern die Temperaturen auf dem Thermometer dann verbreitet auf die 20 Grad oder drüber. Laut aktuellem Modellstand bleibt uns dieser Hochdruckeinfluss mindestens bis Mitte der Woche, möglicherweise sogar bis Beginn von Ostern erhalten. Dieses gute Wetter ist aber kein Grund, unnötigerweise das Haus zu verlassen. Streckt eure Köpfe also lieber von zu Hause Richtung Sonne und tankt ordentlich Vitamin D, denn das können wir nach der dunklen Jahreszeit gut gebrauchen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich bin Leonie Imhäuser von Wetter Online.